Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ihr werdet euch gerade bestimmt ein bisschen wundern, warum das hier so viele Kisten rumstehen. Wir haben mal angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Das sind jetzt sozusagen noch unsere restlichen Graffelkisten, wo wir jetzt noch nicht alles wegsortiert haben. Wir haben jetzt hier einmal eine Kiste für Steine. Wir haben eine Kiste für umgearbeitete Steine. Einmal für Essen, einmal für Essenszutaten. Und dann haben wir hier einmal Blöcke, die nach drüben ins Lager müssen. Dann haben wir hier einmal Loot, was rüber ins Lager muss. Dann haben wir hier das ganze Bienenzeug und hier dann noch ein paar Queens. Dann haben wir hier die ganzen Drohnen jetzt drin. Und hier haben wir jetzt die ganzen Princess drin. Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall irgendwas anderes, weil sonst die CR stacken. Ja, das ist jetzt schon mal das Erste. Dann haben wir hier noch unsere Kiste mit den ganzen Graffel mit Eimern, Tanks, Chests, Drawern, whatever, Blumen und Eisenbahnsachen. Und da hinten haben wir jetzt dann schon teilweise ein bisschen vorbereitet die ganzen Gardens. Und dann haben wir hier noch das gute Essen, das man braucht für die, wie heißen sie? Für die Axt, wo man seinen Hunger stillen kann. So, dann haben wir hier noch uns verzaubertes Gedöns. Dann haben wir noch drei Stands gebaut und hab mal da die Sachen dran gehängt. Dann kann ich auch gleich noch mal den da mit dranhängen. Sehr schön, hat er auch eine Hose an. Hier haben wir die Waffen drin. Die ganzen Discs, Bücher, Flaschen. Die ganzen Dinge haben wir mal hochgetunt. Wir haben die ganzen Bücher, Papier und das ganze Soundcraft-Zeug da jetzt drin. Wir haben hier unsere Kabel drin, isoliert. Dann haben wir hier drin unsere ganzen Pipes. Dann haben wir drin unsere zweitmeisten verbrauchten Alloys und hast du nicht gesehen. Und dann noch unsere meisten. Und das haben wir dann bis zur großen Feder alles hier aufgegliedert. Ja, haben wir noch irgendwas Großartiges umsortiert? Nee, da ist Profit an meiner Bestellung. Das ist aber das, was ich dann jetzt auch jetzt dann anfangen muss. Sonst wird das nie was. Wir haben hier jetzt noch Diamant-Chests, wo jetzt das ganze Erzverarbeitungszeug drin ist. Ja, und wir sind auch fleißig beim Weiterverarbeiten. Alles fleißig. Genau. So. Dann habe ich angefangen, also was heißt angefangen, dann haben wir unsere Bäume da hinten mal ausgetauscht. Ich habe Birchwood raus und ich habe 4 Wood rein und Redwood daneben gepflanzt. Ja, wir können uns nicht mehr vor Holz retten. Also auch gut so. Weil wir brauchen da massig. Weil ich weiß schon alleine, was wir brauchen für die ganzen Drawer, für die Vierfach, die wo ich jetzt noch brauche, fürs Essen, fürs Des, für jenes, für die ganzen Bienen und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt hier 10.400 oder 162 Stacks an Redwood. Und wir haben 8.100 oder 126 Stacks an Vierwood. Und momentan läuft der nicht. Weil ich mir gedacht habe, was will ich damit? Ich mag keine blubbernden Viecher. Und das ist ja auch jetzt gleich das, was wir jetzt anfangen zu arbeiten. Bin nur gerade beim Überlegen. Baue ich jetzt einen Brewing Stand? Also irgendwann sollen die in die Verarbeitung da hinten rein. Ich bin jetzt nur beim Überlegen, ob ich einen Brewing Stand baue im MV-Style.
dass wir den auch hier gleich anschließen. Und vor allem, der mich dann auch weiterbringt. Erstmal hier im eigenen Laden. So, das heißt jetzt, wir brauchen erstmal 8 Alu. Dann brauche ich 2 Poly, weil wir brauchen nämlich eine bessere Polyverarbeitung. Und das wird jetzt ganz wichtig, dass das als nächstes läuft. Was wir jetzt dann demnächst an Poly brauchen, das schlägt eigentlich alles. So, dann brauchen wir mal schnell Kupferkabel. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch welches drin haben. Jawohl. Schön ist, jetzt weiß man ungefähr immer, wo man hin muss, wenn man was braucht. Ich bin erst dabei. Glaube ich zumindest. Ich habe schon wieder vergessen. Das ist schlimm. Haben wir das da, ja, noch drei. Machen wir schon mal das. So, aber wir wollen ja als nächstes Deep Brewing. Und zwar die Advanced Brewery. Weil die erst einmal sozusagen ja hier im Hause bleibt. Dann brauche ich 2 Circuits, 2 Glas, 2 Kupferkabel. 2 Circuits. Glas ist drüben. 2 Kupferkabel. Und ich brauche eine MV-Pumpe. Das heißt, ich brauche schnell einen Motor. Das heißt, ich brauche schnell Aluminium-Rods. Habe ich keine mehr. Und jetzt fange ich immer an, gleich ein wenig mehr zu machen. Weil, wie gesagt, das muss aufhören, dass wir die ganze Zeit nur noch blöd rumrennen und sagen, ich brauche da, ich habe nicht mehr. Wie gesagt, wenn es dann, na, das ist jetzt sozusagen die Vorphase für die Chemieverarbeitung. Das wird dann sozusagen unsere nächste Station. Dass wir durchgehend Strom produzieren. Und wenn das dann läuft, brauchen wir 2. Wenn das dann läuft, dann können wir mit der Erzverarbeitung anfangen, weil dann brauchen wir uns da wirklich keinen Kopf mehr machen. Ich brauche noch Cupronickel-Wire. Die habe ich nicht. Das ist doch sehr schön. So. Den Nickel haben wir denn? Achso, das ist unten. Es ist 1:1. Ja. Okay, kann wieder weg. Wiremill. Wie gesagt, das wird jetzt dann irgendwann, das wird jetzt dann peu à peu, wie gesagt, deswegen haben wir auch mal aufgeräumt, weil das nämlich sich bei uns aufhören. Ich habe schon gesagt, es kann nicht mehr sein, dass wir Ewigkeiten und 3 Tage immer brauchen, um mal Sachen vorzubereiten. Heißt, Aluminium wird es auch demnächst mal durchgeblasen. Und wie gesagt, es werden dann auch mehr EBFs kommen. Ich hätte nur gerne noch vorher das Teil zum Runterkühlen. Weil, wenn ich das habe, dann kann ich nämlich Kantal machen, da kann ich nämlich die nächsten Coils machen. Oh, einen Motor. Eine Pumpe. Geht doch.
Was nicht geht, ist ein freier Platz. So, das heißt, jetzt ich brauche es für die Brewery. Brauche ich jetzt das da. Dann brauche ich die zwei, dann brauche ich die zwei, dann brauche ich die zwei. Die Pumpe kommt drauf und das Ding kommt in die Mitte. Und ich habe eine Advanced Brewery. Schön ist, ich habe die Advanced Erde gebaut als die andere. Aber ist egal. So, dann haben wir jetzt schon mal hier die Brewery. Die Brewery wird jetzt erstmal so ausgerichtet, dass sie nach hinten geht. Dann brauche ich jetzt eine Kiste. Brauche ich Gott sei Dank nicht rausrennen, weil das sind wir gerade am Tun und Machen. 1, 2, 3, 5. Und reinhauen. So, ein paar Kisten haben wir nämlich schon vorbereitet. So, und dann haben wir jetzt hier die ganzen Hopper. Ah, ich habe sogar noch 5 Kisten einstecken gehabt. Sehr schön. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall das. Und wir haben nur noch eine Double Iron Plate. Das wird mein nächstes größeres Ziel. So, für die Brewery. Schauen wir uns mal die Rezepte an. Da brauche ich auf jeden Fall noch einen Wasseranschluss. Hahaha. Verdammt. Was haben wir hier? Small Wooden. Schauen wir mal, ob wir noch Wooden haben. Oh, Hammer. Und dann fällt das schon mal weg, dass wir nach oben gehen. So, Kiste geht auf. Runter. Da kommt Wasser rein. Perfekt. So wollten wir das haben. Okay, so, dann kann ich jetzt mal gucken. Haben wir hier irgendwas zum Futtern? Schau ich mal draußen. Ah ja, und apropos, das ist auch noch wichtig. Und zwar, man hat ja Controls. Man hat hier Add und, also ich habe bei mir ist es ja Add, also das Plus beim Num. Und die Return-Taste, ist sozusagen meine Taste, ne? Wenn ich jetzt Enter drücke, dann mache ich Tool Sidling on off. Und wenn ich jetzt Plus drücke, dann geht mein Inventar auf. Wenn ich jetzt aber sneake und Plus drücke, dann drücke ich einmal meine Fledermaus und mache die Night Vision aus. Auf jeden Fall, sehr schön. So, Pumpkin. Jetzt muss ich mal gucken. Pumpkin. Auf jeden Fall Methangas, ein Kompressor, Pulverizer, Zentrifuge. So, der hat das schon mal nicht. Dann hätte ich gesagt, wir gehen mal in unser Restaurant. Das auch noch irgendwann fertig wird. So, dann haben wir jetzt hier unsere Kisten, was wir jetzt alle schon mal rübergetragen haben. Denn sehr viele sagen es, aber sehr wenig. Richtig, weil wir haben einen Kühlraum. Und diesen Kühlraum sind unsere Lebensmittel drin. Ja, sind wir nicht schlau? Wir packen das in Kühlräume. Ja, ne? So, jetzt muss ich nur gucken. Zentrifuge, Extractor, Canning Machine, Carpenter, Squeezer, Fett, Kompressor, Mixer, Brewing Machine. Da machen wir Apple Juice draus. Naja, Apple Juice ist aber eigentlich nicht das, was wir wollten. Restructor ist auch nicht, was wir wollten. Muss ich leider das weglassen. So, wenn ich jetzt Weizen nehme, haben wir dasselbe Spiel auch. Hätten wir mal vorher geguckt, ne, was wir brauchen.
Ja, ist ja langweilig, ne? Ah, genau. Biomasse. Ja, genau. Hat gewonnen. Wir wollen nämlich Biomasse herstellen. Denn wir brauchen jetzt zwei Sachen. Wir brauchen einmal Ethylen und Ethan. Also wir, oder brauchen wir insgesamt Ethylen? Also auf jeden Fall brauchen wir Sulfuric Acid, glaube ich. Und Ethanol. Aber wenn wir jetzt gleich wissen. So, also schmeißen wir jetzt die das Zeug in die Brewery rein. So, und jetzt haben wir die Biomasse. Schöne ist, wir können es wieder zu Wasser verarbeiten, was ja total blem blem wäre. Und eine Distillery. Und in der Distillery mache ich Ethanol draus. Oh, jetzt muss ich nur gucken. Wodka machen. Ja, wir saufen uns ein an. Genau. Und hier mit Sulfuric Acid, also ich habe recht gehabt, produzieren wir sozusagen unsere. Oh, genau, aber das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes eine Distillery. Weiß jetzt nicht, ob ich. Oh Gott, noch mal eine Pumpe. Zwei Circuits, wieder das ganze, den ganzen Käse, zwei Glas. Glaube, Distillerien habe ich bis jetzt nur im Kleinformat gebaut und noch nicht im Großen. Wir werden es gleich sehen. Dann brauchen wir nämlich Folie. Brauchen wir Kabel. Platten. Muss man leider das da aufhören. Ja, fertig, danke. Und du darfst weiterarbeiten. Jetzt brauchen wir noch mal eine Pumpe. Mal, dass man noch das Material. Ich wirklich nur zwei. Ich habe doch die. Ach so, nee, ich habe die Rods dahin getan, wo sehen können. Wollte gerade sagen, ich habe doch mehr gemacht. Okay, dann brauchen wir noch Kupferkabel. Dann brauche ich eine Pumpe, das heißt, ich brauche nochmal ein Kupferkabel. Ich brauche ein Rotor, das heißt, ich brauche einen Bronzerotor und ich brauche eine normale Stahlpipe auch noch. Heißt, ich nehme jetzt mal da drei raus. Dann ganzen Stack. Normal. Motor. Gut. Jetzt eigentlich auch alles haben. Gucken. Das habe ich. Glas habe ich. Die Pumpe habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Was sag ich? Holen. Wie gesagt, der einzigste Vorteil ist ja, wir arbeiten ja schon mit Hochdruck dran, dass wir die ganzen Sachen auch zusammenkriegen, dass wir zum Beispiel auch dann
einen reinen Raum fertig kriegen, dann wird es ja auch wieder einfacher mit den Chipsätze und vor allem man kann die Kle ganz kleinen machen, also Mikroprozessoren. Item Output, nein, Fluid Output bitte. So, okay. So, die Biomasse in der Distillery brauche ich den Circuit Nummer 1. Ich habe ihn hier drin. Ich habe ihn hier drin. Ist erstmal egal. Genau. So, dann läuft der schon mal. Wie gesagt, für mich ist eigentlich das Wichtige, dass das Ding wirklich auch, das macht. So, ich brauche auf jeden Fall gleich ein paar Zellen. Aber irgendwas holen, ich hab's vergessen. Ich hab's beim Laufen vergessen. Meine Güte. Auch eine Pumpe. Dann nehme ich aber eine kleine, weil eine kleine habe ich erstens schon da. Und zweitens reicht die aus. Ich brauche einen Tank. Den habe ich auch schon da. So, genau, weil ich habe jetzt ja Ethanol und Ethanol muss jetzt in den. Chemical Reactor. So. Und dann heißt es jetzt für mich, ich kann jetzt da hinlaufen, Gott sei Dank. Kommt jetzt da die Pumpe dran. So, dann geht's nach oben. Die Pumpe wird auf. Ach so, ja. Wieder nach oben. Danke. Wieder nach oben. Import. 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 Import, Export. Genau. Oben. Ja. Aber ich brauche vor allem mal so einen kleinen Tank. Habe ich noch so einen kleinen Tank? Ja, ich habe einen ganz kleinen Tank. Ich habe Supertanks. Ja, aber ich habe hier einen Low Voltage Fluid Tank. Der schaut gut aus. Ja. Ich brauche noch Zellen. So, und jetzt muss ich ja mal gucken, ob das so funktioniert, was ich vorhab. Jetzt hier ist das Fluid Acid überall drin. Ja. Dann heißt das jetzt für mich, ich mache das jetzt anders. Ich nehme das jetzt den Tank hier und setze den mal hinten hin. So, dann brauche ich nämlich jetzt meine Simple Hand Pump. Das, wo für mich immer noch ausschaut wie ein Gewehr. So, jetzt muss ich nur rausfinden. Also 16.000, das heißt, ich brauche mein. Ja, ich habe doch einen kleinen Tank da. Pack den mal da drauf. Mich noch einen mit. Und Sulfuric Acid stelle ich doch her mit dem Zeugs da. Und einfach nur Wasser.
So, das heißt für mich, der Fluid Output ist erstmal nicht mehr gegeben. Pack's rein, nimm's raus. Pack's rein. Haben wir 64 Zellen. Dann habe ich hier meinen nächsten Tank. Ah, ich bin nämlich gerade beim Überlegen, wo ich jetzt was hinmachen muss. Wasser, ich möchte. Also Sulfuric Acid mache ich. Was habe ich davor? Basic Distillery. Genau, mit dem 1er Circuit mache ich Diluted. Und Diluted mache ich. Okay, dann kommt da das Wasser rein. Perfekt. Und hier brauche ich Circuit Nummer 1. Haben wir hier noch Circuits drin, das ist unsere Circuit-Kiste jetzt. Mach mal auf, dich rein, die 1 aus. Gleich wieder in den Rucksack. Dankeschön. So, das ist jetzt schon mal drin, das ist sehr schön. Dann ist die 1 rein. Nach oben haben wir schon, also das heißt, jetzt machen wir bitte Fluid Output. Was ich jetzt noch probiere, ist, ob ich das rauskriege. Fluid Acid 2000. Perfekt. So, dann kommst du jetzt dann da hinten rein. Das saugst du das ja auch schon raus. Dann wirst du nach drüben. Dann darfst du das Fluid weitergeben. Haha, haha, haha. Darfst du nicht. Mal schnell wechseln. Ethanol. Nochmal Ethanol. Dem Chemical Reactor. Ethylen, indem dass ich die Zellen mache. Alles klar. So. Das heißt, ich kann mir den Tank hier schenken. Denke ich mir auch gleich mit. Und für Geschenke. So, die Pumpe kann ich mir auch schenken. Wieder Geschenke. So, weil wir ja jetzt was anders brauchen. So, jetzt muss ich nur hoffen, dass ich schnell genug bin. Acht. Neun. Aus. Genau, 5000. Kommst mal schnell weg.
Und du kommst rein und du darfst wieder reinfüllen. Aus. Den baue ich ab. Das wird schön. Wir brauchen jetzt immer wieder Wasserzellen. So, das heißt, das stimmt auch, das stimmt auch. Den muss ich jetzt auch mal schnell hinstellen. Weil der stimmt nicht. Genau, so. Ja, mein Problem ist jetzt halt, genau, jetzt gehen wir mal schnell zu den Feldern vor. Felder. Und ich nehme mir mal schnell 2 Stacks Weizen mit. Das heißt aber von uns auch, wir müssen jetzt demnächst auch die Felder anfangen zu Teil zu automatisieren, beziehungsweise wenigstens Chunk zu loaden, dass sie auch wachsen. Weil irgendwann werden die uns, ja, sonst das Futter ausgehen. So. Das heißt jetzt. So kriegt man es auch leer. Ein, du gehst runter. Es ist jetzt nicht die Welt, was jetzt daraus kommt. Wissen wir auch. Es gibt, glaube ich, zwar was, wo mehr rauskommt, wo weniger rauskommt. Das ist aber das, was wir erst noch verstehen müssen. Ich möchte jetzt nur den dritten Stack bei den Kisten. Ja, aber wie gesagt, wir brauchen Draw wie wild, weil drüben ist noch nichts fertig. Und im Lager brauchen wir noch was und wir brauchen drüben in der Erzverarbeitung dann was und im Chemiewerk vielleicht auch noch was und viel zu viel. Komm hier jedes Mal her, ich brauche was und gehe wieder und hab's vergessen. Das ist das dritte Mal. So. Die kann ich austauschen. So, jetzt haben wir schon mal 11 Rotoren. Das heißt, wir können jetzt dann 11 MV-Pumpen bauen. Oder 11 Sachen bauen, wo man Rotoren braucht. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Ethylen, weil Ethylen ist ja hier. Ja. Das ist ja jetzt das Wichtige dann. Tank habe ich ja noch. Und jetzt sind wir ja fast schon so weit. Das heißt, wir stellen ihn schon mal oben drauf. Und dann heißt es für mich Fluid Output. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Aber jetzt warte noch so lang. Greg ist eingefallen, was er wollte. Soundmuffler. War hier laut wie Sau. Ist schon nicht mehr. Das Geräusch hat mich schon verblödet. So, okay, aber ich brauche bestimmt noch ein Circuit. Genau, ich brauche ein Circuit 11. Ha! Das ist ein Circuit, den man haben kann. Aber wie gesagt, so oft läuft der nicht. Also das können die zwei sich teilen, aber spielend. Ja, und das heißt, ich kann jetzt dann hinten hingehen und dann das Weizen reinhauen. Und dann verarbeitet es weiter. Perfekt. Wie gesagt, das wird irgendwann in LV drüben in der
in der Raffinerie drin sein. Biomasseherstellung wird dann zu. Ja. Vielleicht sogar noch zu Benzin. Kann auch sein, dass ich die Biomasse dann noch ins Chemiewerk packe oder ins Ding. Aber ja, das hat momentan für mich keine Prio mehr, weil mir reicht es jetzt erstmal, dass ich es hier herstellen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Da habe ich keinen. Haupt. Muffler Upgrade. Das habe ich gesucht. Dreimal. Okay, das ist, wird nicht leiser. So, ich habe doch, hier Gesicht. Bei, ja. Krieg ich da Kopfweh? Mittlerweile kriege ich da Kopfweh. Was sollen wir sagen? Wir haben es noch lauter. Du bist so leise, dass wir laut drehen müssen. Du wirst nämlich von der Maschine übertönt. Hm? So, aber das Schöne ist jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt gleich Ethanol. Und das im Verhältnis 1 zu 1. Und Biomasse ist was, ne? Was man im Dutzend billiger herstellt. So, und jetzt haben wir noch Diluted Sulfuric Acid. Ha. Ist doch schön, oder? So still. Was kann denn daraus? Aqua Regia Cell. Selbe nochmal in grün. In gelb. Ja, schaut mal. Aus 75 diluted sulfuric acid kann man in einer Distillery in Ernst? Mit dem Einser sulfuric acid herstellen. Also das heißt, ich kann da einen Kreislauf draus bauen. Ist das geil. Perfekt. Was nicht perfekt ist, dass ich keine Zelle dabei habe. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Zelle mit Ethylen drin. Wie gesagt, im Verhältnis 1000 zu 1000 oder 2000 zu 1000, das ist mehr richtig. Dann schauen wir mal schnell nach. Da habe ich nichts dabei. Aber wir haben ja was gelernt. Wir haben ja noch eine Pumpe übrig. So, und das sagen wir jetzt dieser Pumpe. Blau auf Import ist ja schon gestellt. Oder auch nicht. Jetzt haben wir es gestellt. Ethylen. Brauche ich noch was? Goldenpolit, ja, mit Oxy. Ich bin mal gespannt,
wann ich merke, dass uns die Oxy-Produktion zu klein ist. Am besten dann auch nur an einen Raum gebaut, wo auch nur am besten einer reinpasst. Ich bin da groß drin, im Blödsinn machen. So, und auf jeden Fall, ne, jetzt läuft da mal, kriegen wir da 1000 Stück raus. Also ein bisschen mehr als 1000, weil noch was drin war. Auch total lustig. Oh, es kam mehr raus. 6 Stück. Vielleicht gibt es ja sogar eine Quest, wo man noch besser Poly herstellen kann. Das werden wir schon rausfinden. So, aber wir haben jetzt 7 Zellen losgeworden. Das heißt, wir haben 10 Polyethylen haben wir rausbekommen. 10 Stück. Ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja, und wie gesagt, wir produzieren es halt hier. Da kann man ja mehr Futter reinschmeißen. Also wie gesagt, ne, wenn man sich jetzt hier mal die Rezepte anschaut, da kann man alles mögliche Futter, was halt gerade zu viel übrig ist, reinpfeffern. Und wie gesagt, wenn ich mal irgendwann die Crops habe, dass das Zeug auch schnell wächst. So, schaut mal, da gibt es sogar was. Ah, okay, da braucht man dann Fruit Juice dazu oder Honey. Da kann man sogar die Biomasse nochmal erhöhen. Aber ich sag mal so, ne, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich kriege jetzt Würfel raus aus dem normalen. Mit Wasser 20. Ich habe Fruit Juice, heißt für mich, ich muss irgendwas noch in einen Extractor packen. Einen Fluid Extractor. Okay, das Einzige, was halt da eine Chance ist, dass ich halt noch Mulch rausbekomme. Und ich bekomme 400 Liter. Auch da 20. Auch 20. Ja, muss ich gucken. Vielleicht, dass man das dann auch noch mit Fruit Juice aufbaut. Man hat ein bisschen mehr rauskriegt. Aber braucht man halt auch zwei Essen, ne? Das heißt also, ich habe jetzt einmal Äpfel, einmal haha. So, wir holen uns nochmal schnell zwei Stacks von den vom Weizen. Küche wird auch demnächst mal hier aufgebaut, weil wir brauchen das bessere Essen, weil wie gesagt, wir dann nicht nur den Builder Sworn, sondern wie gesagt, da gibt es eine Axt. Die wollen wir auch bauen. Dann muss die Küche stehen. Aber die hat momentan nicht so Prio. Weil wir finden... Die Erzverarbeitung geht momentan ein bisschen vor. Aber wie gesagt, dass man aus, dass ich da 1000 Stück rauskriege. Und ich die einfach nur in die Distillerie schmeißen muss. Ein weiteres Sulfur Acid rauszubekommen, ist einfach nur geil. Moment. Das heißt ja eigentlich nur, dass das Zeug da rein muss, ne?
Wir werden unseren Spaß damit haben. Da bauen wir auf jeden Fall, da bauen wir uns auf jeden Fall ein schönes Mobile. Das heißt, wir bräuchten nur ganz wenig davon und können uns dann die ganze Zeit das Zeug dann produzieren. Wird locker. Das wird einfach nur locker. So. Und wir machen noch mal eine. Aber wie gesagt, wir brauchen ein bisschen was. Ja, und natürlich, dass wir jetzt, wie gesagt, dann uns auch um die Felder kümmern müssen. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Ich bin ja der Meinung, dass wir unten dann auch Golems arbeiten lassen. Da muss ich aber noch mit Sebo sprechen. Und vor allem, weil wir uns ja mit Zaumkraft erstmal voll auseinandersetzen müssen. Das wird dann auch noch lustig. Ja. Gut. Wenn ihr noch Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und sonst gibt es noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.